Schon wieder ist es soweit und der Euro sieht seiner nächsten bevorstehenden Krise entgegen. Der Krisenherd heißt diesmal Italien. Die Schulden des Landes mit der drittgrößten Volkswirtschaft des Euroraums betragen 132,7% des Bruttoinlandsproduktes. Mit über 2,3 Billionen Euro Schulden überschreitet Italien die vorgesehene Verschuldungsgrenze der Euro-Länder um fast 73%. Wie es nun weitergeht mit dem Euro, darüber spreche ich heute mit dem Schweizer Wirtschaftswissenschaftler und dem ehemaligen Weltbank-Mitarbeiter Peter König. Guten Tag, Herr König. Guten Tag, freut mich, bei Ihnen zu sein. Sozialausgaben erhöhen, Steuern senken und dafür mehr Schulden aufnehmen. Damit hofft man in Italien einen Wirtschaftsaufschwung zu erzeugen. Das wäre gut für Italien. Was bedeutet das aber für die EU, für Deutschland und was bedeutet das für den Euro? Italien steht heute im Mittelpunkt Europas, aber nicht wegen seiner hohen Schulden oder Sozialausgaben oder Steuersenkungen, sondern weil Italien das jüngste Land ist, dass man aus Brüssel den demokratischen Prozess versagte. Italien war im Begriff, eine Regierung zu bilden, auf Anhieb eher unglaubwürdigen Koalition der Anti-Establishment linksgerichteten Fünf-Sterne-Bewegung und die bei den Wahlen ungefähr über 30% gewonnen hat, sagen wir mal. Als klarer Sieger ging sie heraus. Und der rechten Lega Norte. Beide sind Euroskeptiker und haben sogar offen darüber diskutiert, eine Parallelwährung zum Euro zu schaffen. Schließlich, nach fast 3 Monaten, hatten sie sich geeinigt, Giuseppe Conte, der Fünf-Sternen, als Premier zu designieren. Als der aber sein Kabinett zusammenstellen wollte und als Finanzminister den sehr renommierten Ökonomen und Professor, ja sogar früheren Regierungsminister, aber eben Euroskeptiker Paolo Savona nominierte, wurde Conte vom Staatspräsident Sergio Mattarella ein Riegel vorgeschoben. Giuseppe Conte musste zurücktreten und Staatschef Mattarella hat einen früheren IMF-Mitarbeiter Carlo Cottarelli zum Interim-Premier ernannt. Cottarelli vom IMF würde natürlich nicht nur den Euro verteidigen und schützen, aber auch die Außenpolitik und vor allem die Austeritätspolitik des IMF weiterverfolgen. Das war natürlich ein starker Hammer. Es wird offen darüber gesprochen, dass Mattarella unter Druck von Brüssel gehandelt hat, daher auch unter Druck von Washington, weil Brüssel total im Einfluss von Washington steht. Und wer weiß, was alles hinter so einem Druck steht. Wir erinnern uns, wie Griechenland im Juli 2015 mit fast 70% gegen die Rettungspakete der Troika stimmte. Und was machte Tsipras? Er hat sie doch alle akzeptiert und inzwischen noch viel Schlimmeres. Auch da vermutet man Foul Play von Brüssel und von Washington. Das hat natürlich alles nichts mehr mit Demokratie zu tun. Brüssel ist eine pure Diktatur, handelt nach Willkür, total gegen den Willen der europäischen Bevölkerung. Über 70% aller Europäer sind gegen diese Macht der EU und mehr als die Hälfte möchten aus dem Euro austreten. Natürlich wollen die Eliten und die EU-Länder werden von den respektiven Eliten geführt, die EU und den Euro beibehalten und den Euro auf keinen Fall gefährden, auch wenn sie selber einsehen. Ich bin überzeugt davon, dass die europäischen Ökonomen das genauso sehen wie eben die internationalen und die progressiven, auch wenn sie selber einsehen, dass es jedem der einzelnen EU-Mitglieder besser gehen würde ohne Euro und ohne EU. Dann möchten Sie wissen, zum Beispiel, wie die EU ihre Gesetze macht? Das ist ganz unheimlich, habe ich gerade neulich gelesen. Hier Juncker erklärt es sonnenklar und ich zitiere ihn. Er sagt, wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter. Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.
Ja, das ist Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission. Die EZB drängt Italien dennoch zu einer Sparpolitik. Würde das den Euro retten? Was würde das für Italien bedeuten? Die Rettung des Euros hat kaum etwas mit Italien, noch weniger mit Sparpolitik zu tun. Im Gegenteil, als nach der wohlverstandenen, künstlich gemachten 2008-Krise, die bis jetzt andauert, überall, aber vor allem in den Südländern, Griechenland, Italien, Spanien, aber auch Irland, Sparpolitik, Austeritätsprogramme und Schulden eingeführt wurden, ging es nur noch bergab. Es ist weltweit erwiesen, dass Sparpolitik keine Lösung für Finanzkrisen ist. Was Länder in Krisen brauchen, ist interne Wirtschaftsstimulation durch interne Kredite von lokalen öffentlichen Banken mit lokalem Geld zu Tiefzinsen und günstigen Bedingungen. Interne Verschuldung stört nicht, die kann gelöst werden über Zeit. Genau das Gegenteil von dem, was den Ländern in Not aufgedrängt wird, sei es in Europa oder der Dritten Welt. Das wissen natürlich die Leute vom IMF und der Weltbank genauso gut. Aber mit internen Schulden schafft man keine Abhängigkeit. Und das, genau das ist das Ziel dieser steten Sparmaßnahmen mit Verschuldung. Schauen Sie mal, Griechenlands Schuld ist heute fast dreimal so groß wie damals 2010, 2011, als dem Land die ersten Rettungspakete aufgedrängt wurden. Ohne Schuldenerlass wird auch Griechenland nie mehr sich erholen können. Und das sagt sogar der IMF, wenn man die inoffizielle Version bei Cocktailpartys anhört oder inoffiziell mit Leuten spricht, selbst mit Madame Lagarde. Aber es gibt für Griechenland noch heute eine Lösung, und die Lösung heißt Austritt vom Euro und Austritt von der EU und mit eigenen Währung, der Drachme zum Beispiel, neu beginnen. Mit dem System, das ich vorhin erwähnt habe, eigene Zentralbank, eigene Geldschöpfung, Kredite für das interne Wachstum. Damit hätte Griechenland diesen Weg damals gewählt. Im Juli 2015 wäre das Land heute auf dem besten Weg der Genesung. Das kann ich Ihnen wirklich garantieren. Aber das wird von Brüssel und Deutschland nicht zugelassen. Und die griechischen Eliten will das natürlich, die wollen das nicht. Die hangen zu sehr an ihrem Euro-Reichtum, die großteils den Reichtum in der Karibik oder in Schweizer Banken parkiert haben. Die cleveren Ökonomen Italiens wissen das. Paolo Savona, der nicht akzeptierte Finanzminister, weiß das ganz genau. Deshalb seine Skepsis. Er will Italien retten, nicht den Euro, der sowieso nicht mehr rettbar ist. Nochmal das Beispiel Griechenland. Damals oder heute die Unabhängigkeit über ihr eigenes Geld zu verfügen, hätte zum Beispiel die griechische Zentralbank den in Anführungszeichen griechischen Euro, den es natürlich nicht gibt, schon längst abgewertet, um besser konkurrieren zu können. Das ist leider nicht geschehen. Deshalb sind sie am Wert der Überbewertung ihrer Währung festgehalten worden und konnten also in der Welt ihre Wirtschaft nicht mehr fördern. Vergleichsweise nehmen wir die Schweiz. Die Schweiz ist zwar weder formell in der EU noch dem Euro angeschlossen. Die Schweiz ist aber mit etwa 110 bilateralen Verträgen an die EU und an Brüssel gebunden. Das heißt, so gut wie ein EU-Mitglied. Als vor etwa 5 oder 6 Jahren die Schweizer Industriellen fanden, der Schweizer Franken wäre zu stark, um profitabel im Ausland konkurrieren zu können, hat die Schweizer Zentralbank ganz einfach den Franken um etwa 15% abgewertet. Vielleicht erinnern Sie sich daran. Schlicht und einfach. Das war vielleicht legal aus Schweizer Sicht, aber es war bestimmt nicht ethisch gegenüber den anderen EU-Euro-abhängigen Ländern, mit denen die Schweiz mit über 100 bilateralen Verträgen verbunden ist und 80% ihrer ausländischen Geschäfte treibt. Und diesen anderen Ländern, denen eine solche Möglichkeit nicht zur Verfügung steht. Nach etwa 3,5 Jahren
wurde der Franken wieder flottiert. Das heißt, er hat sich wieder eingependelt. Die Nationalbank hat aufgehört, den Euro gegenüber dem Franken zu unterstützen. Dann hat er sich wieder so ungefähr auf 1:1, 1:0, 0:1 oder 1:0, 2 oder so eingependelt. Und seit ungefähr einem Jahr macht das die Schweizerische Nationalbank wieder, die diskrete Abwertung, nur diesmal inoffiziell, als wäre es normal, als wäre ganz einfach der Wert des Euros gegenüber dem Franken gestiegen. Genau wieder auf 1,20, genau wieder um die 15%-Kante rum. Das ist natürlich nicht so, aber die Leute glauben es. Aber jetzt kommt der Hammer. In der Zeit der offiziellen Abwertung hat die Schweizerische Zentralbank etwa offiziell, wahrscheinlich die inoffizielle Ziffer ist relativ, ich würde sogar sagen, ziemlich viel höher. Also offiziell 700 Milliarden Euro als extra Devisen angemasst. Etwa doppelt so viel wie die gesamte griechische Schuld. Ich denke oft, wäre es nicht ein solidarischer Akt, wenn die Schweiz die griechische Schuld aufkaufen würde mit einem Tiefzinsdarlehen, so rückzahlbar, sagen wir, über 20 oder 30 Jahre, praktisch ohne Zins. Das würde Griechenland unheimlich retten. Und Griechenland war eines dieser Länder, die unter dieser schweizer-unethischen Formel gelitten hat. So etwas darf es natürlich nicht geben, sonst würde das ganze System aus den Fugen klappen und das würde Brüssel nie zulassen. Ja, ich meine das wirklich, der Euro wird nicht überleben. Es ist eine Frage der Zeit, bis ein Land, eine Regierung tatsächlich auf die Barrikaden geht und das trotz Druck von Brüssel und Washington und ganz einfach aussteigt. Sehen Sie eine Gemeinschaftswährung wie der Euro für eine Gruppe von Ländern, die nichts zusammenhält, die nicht einmal eine gemeinsame Konstitution haben, keine gemeinsamen Ziele verfolgen, keine Vision. Sehen Sie sich nur schon den Zerriss zwischen Nord- und Südeuropa an. So eine Währung ist nicht überlebensfähig. Auch das garantiere ich Ihnen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Darüber sind sich ebenfalls viele Ökonomen einig und sogar Stiglitz sagt dazu, der Euro kann nicht überleben. Und dann gibt es noch einige Rettungsmechanismen, wie zum Beispiel der ESM. Könnten diese den Euro vielleicht stabilisieren? Vielleicht temporär, wie das ja schon oft geschehen ist. Aber langfristig glaube ich das nicht, weil der Euro wurde im Prinzip wie ein Stiefbruder vom Dollar geschaffen, genauso wie der Dollar. Das heißt, der Euro hat keinen Hintergrund, der wird von nichts abgedeckt wie der Dollar. Es ist eine Fiat-Währung, die produziert werden kann nach Willkür, aber diesmal nicht nach Willkür der einzelnen Länder, sondern eben nach Willkür der Zentralbank, der Europäischen Zentralbank. Und die unterscheidet da ziemlich stark zwischen Norden und Süden. Zum Beispiel hat ganz einfach, ganz klar, Frankreich und Deutschland haben da gewisse Vorteile gegenüber südlichen Ländern, vor allem Griechenland. Aber auch Italien und Spanien müssen sich da sehr, sehr stark an die Regeln halten. Und ich glaube, wenn eben diese Einheitswährung nicht Ländern folgt, die ein gemeinsames Ziel haben, da nützen keine Regulierungsmechanismen, wenigstens nicht langfristig. Kurzfristig wahrscheinlich schon, möglicherweise. Aber langfristig, da bin ich ziemlich überzeugt, ist das nicht haltbar. Heißt das, Italien soll aus dem Euro besser aussteigen? Wäre das das Ende für den Euro? Ich glaube, das Ende des Euro kommt, wie gesagt, früher oder später, nicht wahr? Ich glaube, ich habe irgendwie diese Frage schon zum Voraus beantwortet. Meines Erachtens gibt es auch für Italien und viele andere Länder, denen es nicht gut geht. Und ich glaube, außer Deutschland und ein paar Nordischen geht es kaum einem EU-Land gut. Alle sind von hoher Arbeitslosigkeit und Verschuldungen betroffen. Da kann man tatsächlich nur vom Austritt von Euro und Austritt von der EU sprechen.
Und ich nehme tatsächlich, ich gehe davon aus, dass wenn es ein Land schafft, und Griechenland hat es eben, Griechenland wurde es nicht erlaubt. Ich glaube, Griechenland wäre sonst nicht mehr in der EU oder mindestens nicht mehr im Euro, in der Eurogruppe. Dann würde sich, da kommt noch ein zweites Land dazu, Spanien war mal am Abgrund und hätte sich beinahe dazu entschieden, da auszutreten. Aber da wurde die Regierung auch, da gab es so einen internen Regierungsputsch und mit dem Rajoy wurde dann diese Idee nicht mehr verfolgt. Also wie gesagt, wenn dann ein zweites Land oder ein starkes wie Italien aussteigen würde, dann würde der Euro ganz bestimmt scheitern. Da bin ich überzeugt. Und dann gibt es eine muss es eine Übergangslösung geben. Und die Übergangslösung würde wahrscheinlich sein, dass man sich während eines Jahres oder vielleicht 6 Monate oder eines Jahres oder sogar ein bisschen länger mit 2 Währungen beschaffen kann. Das gibt es, da gibt es andere Beispiele dafür. Und bis jedes einzelne Land wieder ihre eigene Währung gefunden hat und sich damit eingelebt hat. Das sollte nicht so kompliziert sein. Ich glaube, wir machen da viel zu viel aus diesem Euro. Der existiert nun gerade mal 17 Jahre. Und das ist ja nichts, das ist nicht mal eine Generation. Also sich wieder umgewöhnen an eine eigene Währung und an die Deglobalisierung. Und ich glaube, das ist das Wort, an das wir uns gewöhnen müssen. Die Deglobalisierung, wir wissen alle, was die Globalisierung alles angerichtet hat. Und da müssen wir davon ausgehen, dass diese Globalisierung nur der Elite gedient hat bis jetzt. Und ich sehe keine Änderung da. Das heißt also, jedes Land muss sich zuerst mal wieder für sich selbst aufarbeiten und dann mit ganz anderen Vorsätzen vielleicht wieder an eine Europäische Union denken. Ich habe überhaupt nichts, im Gegenteil, ich war ein unheimlich starker Vertreter der Europäischen Union, bis ich merkte, wer eigentlich dahinter steckt. Und dann sind mir viele Lichter aufgegangen und ich musste mir dann sagen, im Augenblick ist es so, dass die Europäische Union dieser absolute Mafia-Betrieb in Brüssel, der kann nicht modifiziert werden, der kann nicht einfach neu aufgebaut werden. Da muss von vorne begonnen werden und zwar mit Leuten, mit ehrlichen Europäern und nur Europäern. Denn sie müssen wissen, dass die EU, die wurde nicht eigentlich von Europäern gegründet, die wurde im Hinterhalt von den USA gegründet. Die USA wollen Europa als praktisch einen hoch ausgebildeten, technologisch sehr avancierten Sklaven betrachten. Und das sehe ich immer klarer. Das sehe ich mit der Flüchtlingskrise, die wahrscheinlich jetzt dann wieder stärker wird, immer im Winter, wenn es schlecht geht, um die Leute unterzubringen. Und das ist alles geplant. Also ich sehe da wirklich nur eine Lösung für Europa, für das Volk, nicht für die Elite. Natürlich, die Elite ist glücklich mit dem Euro, wie es heute steht. Aber für das Volk, für 99% der Bevölkerung, glaube ich, die einzige Lösung, wirkliche Lösung, ist ein Neubeginn. Nun hat Italien Schulden angehäuft. Alleine bei den Target-2-Verbindlichkeiten der EZB belaufen sich die Schulden auf mehrere hundert Milliarden Euro. Was passiert jetzt mit den Schulden Italiens? Ja, wie mit anderen Ländern, wenn zum Beispiel Griechenland austreten würde, und ich komme vielleicht später nochmal auf ein typisches Beispiel Griechenlands zurück, wo das eigentlich auch für alle Länder anwendbar ist. Aber wenn zum Beispiel jetzt ein Land austritt wie Italien und zur eigenen Währung zurückgeht, dann gibt es natürlich eine Abwertung dieser Währung. Und die Schuld muss dann verhandelt werden. Die verschiedenen Schulden müssen verhandelt werden, entweder mit dem Club of Paris, der ist ja dafür da. Der hat auch die ganzen Verhandlungen mit der argentinischen Schuld geführt. Die argentinische Schuld, also die Argentinier haben damals fertiggebracht, ihre Schuld auf etwa 25% zu reduzieren und damit können sie leben. Und das wurde dann alles sanktioniert von diesem Club of Paris. Und das sind dann die IMF, Weltbank,
Federal Reserve und natürlich die direkten Geldgeber wie Deutschland, Frankreich und so weiter, im Fall von Argentinien auch Japan, die sind alle da dabei. Und die verhandeln dann gemeinsam, dass sie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, wie viel dieser Schuld dann irgendwie und auf welche Art und Weise zurückbezahlt werden muss. Aber ich sehe es so, ich sehe das eigentlich nicht als Drama, wenn ein Großteil dieser Schuld einfach abgeschrieben wird, und das muss es auf jeden Fall, denn diese Schuld ist im Prinzip nichts anderes als Geld, das mit einem Computerklick, also mit einem Mausklick produziert wurde. Dieses Geld hat ja keinen Hinterhalt, es ist mal Gold dahinter. Es wird nicht mal abgedeckt von der lokalen Wirtschaft. Es ist wirklich nur, wie man sagt, Fiat Money. Und also wenn man Fiat Money einfach untergehen lässt, dann ist das eigentlich nicht so tragisch. Wenn es die eine oder die andere Bank also damit kaputt geht, dann ist es auch okay, denn die haben sich ja selber so weit rausgewagt, nur aus Gewinngründen, dass sie die ganzen Risiken, die sie wussten, genau, die wussten ganz genau, Deutschland wusste ganz genau, die Deutsche Bank zum Beispiel wusste ganz genau, was für Risiken sie in Griechenland eingehen würden. Frankreich wusste es ebenfalls. Trotzdem haben sie Unterseeboote finanziert und weiß ich was alles, die gar nicht mehr notwendig waren. Denn Griechenland hatte damals bereits einen Friedensvertrag mit der Türkei unterschrieben. Also all das Zeugs, das trotzdem die Banken gemacht haben, wenn das ihnen den Kragen kostet, dann umso besser. Kann ich nur sagen. Die sollten dann auch nicht gerettet werden. Dann kann man wirklich neu beginnen. Wir müssen unser ganzes westliche, ich sage mal mit dem Ausdruck auf Westen, westliches Geldsystem total umdenken und total umorganisieren. Und dafür gibt es also viele, viele Ideen. Das wäre wahrscheinlich das Thema für ein anderes Interview. Aber es ist möglich. Es ist alles möglich. Und deshalb glaube ich nicht, dass eine Riesenschuld von Italien ein großes Problem wäre. Natürlich würden die Medien auf die Barrikaden gehen, die Mainstream-Medien und Italien beschuldigen und so weiter. Es gibt also schon Lösungen, wie Sie sie gerade benannt haben, doch es wird an den falschen Stellen geschraubt. Vielen Dank für Ihre Analyse der Lage, Herr König. Vielen Dank Ihnen. Vielleicht wäre alles auch nicht so wild, wenn diejenigen, die es am meisten trifft, nicht diejenigen wären, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Was denkt ihr über Verschuldung Italiens und was wäre eurer Meinung nach eine geeignete Lösung? Schreibt es uns in den Kommentaren.